So. Und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir müssen jetzt ganz schnell da reinfliegen, denn wenn die Polizei uns scannt, sind wir am Arsch. Denn wir haben eine illegale Fracht. Diese Mission hat eine illegale Fracht. Und das ist nicht sonderlich toll. Wir werden das mal ein Dockerlaubnis holen. Genau. Und dann jetzt da volle Karache reinfliegen. Und es wird jetzt hier schön Antrieb geben. Und da mal mit knapp 200 Karacho reinfliegen. Wenn ich gescannt werde, kann ich gleich wegfliegen. Ja, ja, ist okay. So. Noch wurde ich nicht gescannt, das heißt, ich bin gut drauf. Ja, das passt. So. Und dann kann der Antrieb da automatisch docken. Sehr gut. Hätten wir das geschafft. Ja, ist eine illegale Fracht. Kann ich euch mal zeigen. Und zwar sieht man das hier in der Fracht. Steht Rebellenübertragung, Transportdienst und dann illegal. Das heißt, wenn man mich scannt, könnte es sein, dass man mich abschießt. So. Wir gehen jetzt mal ins schwarze Brett. Dauert jetzt ein bisschen länger, bis das lädt, weil er die ganzen Daten lädt. So. Und dann können wir das abgeben. Und dann steht hier auch jetzt neue Daten und so weiter. Krieg, lokaler Bergungseinsatz, Rebellenübertragung. Ihre Hilfe kommt in unseren dunkelsten Stunden, Kommandant Leo Calzone. In diesen düsteren Kriegszeiten sind sie ein Licht der Hoffnung. Belohnung 54.000, das ist gut. Kann man wieder reparieren. Ruf hat sich ein bisschen erhöht. Und Ruf Supermacht. Wenn eine Supermacht ihr Wohlgesinn ist, steigt die Fraktion, die mit dieser Supermacht verbündet sind, ihr Ruf schneller. Umgekehrt schlechter. Verschlechtert sich ihr Ruf langsamer. Das heißt, wir sind schon wohlgesonnen. Also von daher Einfluss Lure und Effekt. People's Lure Fui erlebt ein Wachstum, das zu einem Wirtschaftsboom führen könnte. Also, das, ne? Wir sind ja jetzt im Imperium und dementsprechend müssen wir ein bisschen was machen. Okay, ich habe hier noch ein paar Missionen für Oberflächen und so. Da können wir auch mal was machen. Machen wir auch später. Machen wir später. Ja. Wir können 57.000 spenden. Hm. Okay. Danke. Wir haben ja nochmal einen neuen Bergungsauftrag wiederbekommen. Das ist eine Blackbox in der Raffinerie. Haben wir hier noch was anderes? Hier haben wir auch noch eine Bergungsmission. Also einmal hier und einmal die. Könnte man beide machen. Wollen wir jetzt noch nicht. Hier gibt es noch eine neue. Das heißt, in Miyamoto gibt es jetzt gerade sehr viel. Wir noch einen Bergungsauftrag und zwar ein Material sammeln. Ziel ist in Spimbo. Da können wir eigentlich gleich mitmachen. Die Frage ist, lohnt sich das? Wir müssen die verschwundene Ladung und so weiter finden. Genau. Genau. Also, na, müsste man diese Chemikalien holen. Würde 138.000 geben. Machen wir auf jeden Fall. Da wir eh dahin fliegen, ist das eigentlich ganz gut. Bergungsauftrag. Jetzt gibt es wieder mehr in Miyamata. Das wechselt sich immer ab. In diesen beiden Systemen. Ja. So, da hätten wir noch eine, die ist uninteressant, hier ist auch uninteressant, gut. Gut, dann fliegen wir mal rüber, nach Mia, nach Spimbo. Spimbo. Halt, erst noch die Reparatur, haben wir schon, gut, dann auffüllen. Wir wollen ja noch ein paar, oh, 50 nehmen wir mit, oh, Gottes. So viel brauchen wir da nicht. Und, ach ja. Warenmarkt. Wir wollen noch das verkaufen, was wir jetzt eingesammelt haben. Schrott. Weg. Wir haben Wasser. Weg. So.
Wir haben Wasserstoff, Treibstoff. Weg. Haben wir noch was? Algen. Weg. Gut, und dann gehen wir wieder los. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann dort bin. Also bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. Wir fliegen jetzt direkt nach Spinibu. Wahnsinn, die. Ich bin leicht erkältet, glaube ich, verschnupft. Entschuldigung. Okay, das ist ein schönes System. Wir scannen erstmal. Hier gibt es auf jeden Fall Kämpfe. Da können wir später auch mal hinfliegen. Einfach mal gucken, wie es ist. So, einmal A-Scanner, Aufklärungsscanner. Gucken. Okay, sehr viele Sachen aktualisiert. Da gucken wir mal, wo die Raffinerie sein soll. So, in Spinibu 3. Spinibu 3, da fliegen wir doch mal nach hin. Wenn wir wüssten, wo Spinibu 3 ist, ne? Wir fliegen mal dahin. Vielleicht finden wir das da. Gut, also Spinibu ist Kampf. Ein heftiger Kampf. Und die ist nicht sonderlich hell. Messer Schmidt. Sollten wir nicht lieber dahin fliegen? Der ist nämlich nicht erforscht. Das könnte ein Planet sein. Genau, das ist der Planet auf jeden Fall. Ja, mit diesem Aufklärungsscanner, den ganz großen, dann sieht man halt auch in ganz weiten Entfernungen, komplettes System weit, was eben da ist. Das sagt mir, kann ich das hier eigentlich einsehen, wie das. Kann ich natürlich jetzt nicht einsehen, wie das heißt, dass wir, aber dieser Aufklärungsscanner hilft halt, die systemweite Information von Planeten und so weiter zu bestimmen und dementsprechend dann uns die Übertragung zu geben. So, wo ist der? In Spinibu 2. Okay. Und der ist auch in Spinibu 10. Das müsste da auf jeden Fall sein. Und der andere ist in Spinibu 5. Das heißt, das sind alles da an diesen Planeten. Und ich glaube mal, dass dort die Planeten sind. Könnte aber sein, ich täusche mich. Weil ich habe hier noch andere Sachen auf dem Schirm. Ich glaube, ich habe die Planeten nicht auf dem Schirm, genau. Ich glaube, mein Filter funktioniert noch nicht richtig. Moment. Planeten und Monde, Landemöglichkeiten anzeigen. Und genau, soll das so besser gehen von dem Scan her. Genau, ja, da sieht man auf jeden Fall dann jetzt auch die Mission, wo die sein soll. Gut, da müssen wir nicht alles scannen. Da fliegen wir jetzt dahin. Da sind wir nicht ganz so weit weg. Und da sieht man jetzt auch hier die Missionsziele. Okay, super, geil. Geil, 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 geil. Super. Da freue ich mich, dass das jetzt ein bisschen besser ist. So, dann machen wir erstmal die nächste näher. Das ist Spinibu 3. Und hier irgendwo ist auch die
Signalquelle, die wir gleich anfliegen müssen. Wird gleich gescannt wahrscheinlich. Muss ich da jetzt auf den Planeten eigentlich? Das muss ich jetzt mal kurz gucken. Ah, da ist er. Gut, ich hab's gefunden. Also da unten auf der Oberfläche. Man muss halt um den Planeten drumherum kreisen, bis man es findet. Gut, alles klar. So, wir machen das jetzt ganz einfach. Wir tun jetzt schon mal die Drohnen raus. Falls Gegner kommen, sieht man es auf dem Radar direkt. Eins von zwei haben wir schon. Und da sind sie. Und das sind drei. Scheiße. Sind freundliche. Gut. Solange sie mich nicht angreifen, werde ich sie auch nicht angreifen. Gut. Und das wird das letzte sein, was ich brauche. Und dann hätte ich die Mission beendet. Doch nicht. Ach, da oben. Nee, das ist eine Wolke. Warum ist jetzt das eine weg? Warum fehlt das? Hab nur einmal Handelsdaten bekommen. Schade. Ja gut. Sehr schade, warum ist das jetzt nicht da? Das ist komisch. Vielleicht muss ich noch eine zweite Wolke finden. Na gut, ich scanne mal.
Na gut. Dann fliegen wir mal zu dem. Wo ist das? In Spino Boot 2. Da. Na ja, gut. Machen wir später. Fliegen wir mal rein. Kommen wir nochmal später her. Oder man muss hier noch ein zweites finden. Ich guck nochmal hier rum. Vielleicht muss hier noch eine zweite Signatur gescannt werden. Vielleicht ist da nur einmal Handelsdaten in den Planeten, an dem Planeten gewesen. Und der andere muss woanders sein. Fliegen wir erstmal zum anderen. Mission Objective detected. Ah. Seht ihr? Das ist doch nur eine zweite Signatur gewesen. Gut, dass wir sie gefunden haben. So, rein da. Und direkt flacht wieder auf. Und wir können jetzt quasi gehen. Doch, die hätten wir. Wie soll ich denn da landen? Golden Pimmel Kolonie. Okay, das ist ein Planet. Glaube ich. Das müsste der hier sein. Ach, shit, dass ich den nicht. Okay, gehen wir mal später. Wir fliegen jetzt mal rein. Gut, dass wir da jetzt zufällig auch nochmal drauf gestoßen sind. Dann wissen wir jetzt auch, wie das geht. So, machen wir kurz die Pause, mit gleich wieder zurück, sonst überspringen wir nicht die Zeit. So. Willkommen zurück.
So, hier kommt auch kein Feind. Wir haben jetzt schon das Objekt aufgenommen. Okay, das sagt auf jeden Fall, dass wir nach Lyr zurück sollen. Wir haben das auf jeden Fall die Rebellenübertragung einzigartig aufgenommen. Sehr gut. Und deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Objekt. Dings da. So, dahin. Und sehen uns eigentlich auch gleich wieder da. Das ist eigentlich nur mal zum Komplettisieren, was man da so machen kann. Aber bis gleich. Kommt zurück, wir wurden gerade rausgezogen von einem Dropschiff. Und das Dropschiff hat gleich keine Schilde mehr. Aber wir natürlich auch keine Energie mehr. Und das so, versuchen wir es mal. Ist natürlich viel gelenkiger als wir, wieder mal. Das heißt, wir müssen den Trick anwenden. Und einmal Fly-System aus. Komm jetzt. Mann, ey. So ein Dropschiff ist echt heftig, Gunship. Das volle Schilde wieder. Heftig mittlerweile mit dem Kämpfen. Fall um. Genau. 43% noch, ey. Wow. Aua. So, achso. Wir können ja hier das Zeug einsammeln. Thank you.
Wenn die Polizei mich jetzt kennt und mich umbringt, dann frage ich mich, was hier eigentlich los ist. Okay. Danke. Nur eine Strafe. Überlegt man sich echt, ob das Schiff jetzt hier für das Kämpfen noch schon sinnvoll ist. Oder ob wir jetzt uns gleich mal auf den Weg machen sollten zum Ingenieur, ne? Weil das ist echt krass, was die an Schaden rausdrücken. Weil die sind gebufft mit diesen Ingenieurwaffen. Und wir nicht. Deswegen kriegen wir voll einen auf die Schnauze. Also die Schilde müssen auf jeden Fall geupdatet werden. Ich brauche bessere Schilde. Das ist ganz klar. Und bessere Energieverteilung. So, wir werden wahrscheinlich hier auch mal landen müssen. Die wir mal dieses Ziel noch gescannt haben. Gut, ich werde mal ein bisschen weitermachen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wahrscheinlich zurück auf der Station, wo ich dann das abgeben muss. Und ich schaue mal eben da noch rein. Und werde, wenn da Feinde kommen, direkt wieder wegfliegen. Fliege ich direkt weg. Mission objective complete. Incoming mission critical message. Gut. Keine Gegner. So, wir haben ja eine neue Nachricht bekommen. Und zwar. Die müsste das sein. Ausgezeichnete Arbeit, Kommando Leo Calzone. Bringen Sie das Bergungsgut zu uns ins Lure-System zurück, dann überweisen wir Ihnen Ihre Bezahlung. Ja, das wird gemacht. Aber erstmal werde ich hier dem Planeten einen Besuch abstatten, um mich wieder zu reparieren. Platz, oh, das ist gut.
Handelsdaten haben wir sogar schon 3. Wir brauchen von nur 2. Gut, dann. Sehen wir uns später.